Hallöchen, die Lieben. So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Stardew Valley. Und ja, wir sind wieder vorm Schlafen. Wir müssen mal gucken. Ich hoffe, dass wir diese Nacht mal ein bisschen was verdienen. Wir haben auf jeden Fall schon mal wieder was Neues gekriegt. Und zwar unsere Axt hat sich verbessert. Und wir können jetzt einen Survival Burger machen. So, was haben wir denn jetzt verdient? 260. Okay, ist nicht die Welt, aber so viel hatten wir jetzt auch nicht gefunden. Paar Muscheln, die werde ich jetzt gleich auch noch mal suchen gehen. Ich muss jetzt mal eben gucken. So. Genau, jetzt geht's weiter. So, wir haben jetzt den 13. Tag mittlerweile, also schon ein bisschen was geschafft, ein bisschen gespielt. Und mal schauen, vielleicht haben wir jetzt auch wieder ein paar Pflanzen fertig. Sehr schön. Die bringen uns dann auch wieder Geld. Neues Saatgut haben wir dafür jetzt gerade nicht. Wir haben auch wieder Post. Was wartet denn diesmal auf uns? Dear Farmer Jamie, I'd like to apologize for joking about your grandpa's old cottage when we first met. It's really a nice little house. However, you might need some more space someday. That's where I can help you help. If you bring me some raw materials and pay a fee, I can expand your house. Continue next page. Das wird wahrscheinlich von Robin sein. Genau. The first ex Pension I offer includes a kitchen with a kitchen you'll be able to cook any recipe you've learned. Anyway, I hope you're starting to feel at home in Stardew Valley. Okay, also das nächste Upgrade, was wir holen könnten, wäre dann eine Küche quasi für unser Häuschen. Und die Küche würde uns ermöglichen. Ne, da gehe ich jetzt noch nicht hin. Das ist ja erst um 9 Uhr. Wollte ich ja mal gucken, wie das da aussieht mit dem Pest, was da war. Wir gehen jetzt mal eben hin und laden unsere Gießkanne auf und sorgen mal dafür, dass unsere Pflanzen weiter wachsen, denn die brauchen wir ja, damit wir Geld kriegen. So, sieht schon mal gut aus. Und noch haben wir auch kein Krähenproblem, also nein, nicht immer dasselbe Feld. Also gehe ich mal davon aus, dass unsere Vogelscheuche wirkt. So, die Felder haben wir schon mal. Das ist aber mittlerweile auch gut Arbeit hier. Ich weiß gar nicht. Energie geht auch ein bisschen runter, aber nicht so viel. Ich denke, wir kriegen also so relativ gut Geld zusammen. Wir gehen jetzt gleich aber noch runter dann zum Strand. Oh, mittlerweile brauchen wir aber sehr viel. Ich glaube, weil ich zwischendurch mal falsch geklickt habe hier. Genau. Sonst hätten wir die 5 Felder auch noch geschafft. So müssen wir noch mal kurz aufladen. Und ja. Dann werde ich jetzt mal in die Stadt gehen, beziehungsweise kurz runter zum Strand. Schauen, ob ich da nochmal Muscheln finde. Hier sind jetzt so keine neuen Pflanzen. Die hatten wir eingesammelt beim letzten Mal. Da steht auch der Reisebus wieder. Ich denke mal, den brauchen wir dann irgendwann mal, um weiterzufahren. Wir können auch gleich nochmal. Genau. Ach so, da kann ich jetzt gar nicht lang wegen dem Festival, was da ist. Dann müssen wir mal schauen, ob wir runtergehen können, um. Ja oder nee. Nee, das dauert zu lange jetzt. Dann gehen wir lieber hin und machen hier mal ein bisschen die Bäume kaputt. Wir brauchen ja bestimmt noch mehr Holz dann. Vor allem mit der Kitchen und sowas. Da werden wir bestimmt auch Holz brauchen und Steine wieder. Können wir alles mal einsammeln. Sehr gut. So, dann haben wir den auch noch kaputt. Und dann dürfte es spät genug sein, dass wir dann zu dem Festival können. Was das für ein Festival ist, weiß ich nicht, was uns da erwartet. Keine Ahnung. So, wir haben auf jeden Fall gut was eingesammelt und auch wieder einen Ahornsamen. Den können wir doch hier mal reinpflanzen direkt. So. Den Rest bringen wir da mal weg, bis auf eben das eine, was wir gleich im Community Center noch abliefern werden. So, davon einmal weg, die alle weg. Ne, die werden wir direkt gleich verkaufen. Die werden wir noch nicht verkaufen, vielleicht braucht man die nochmal. Sie hat schon recht, die Robin, unser Haus ist noch relativ klein. Ein Räumchen, da wäre die Küche nicht verkehrt. Jetzt gehen wir aber erstmal zum Festival und gucken, was uns da erwarten wird. Schauen wir mal. So, hier haben wir jetzt Shops. So, das Geld haben wir aber nicht. Das wollen wir auch nicht ausgeben, weil wir sparen ja momentan noch. Müssen wir jetzt hier mit allen reden. Bright Edge, ja, alles mit Schokoladeneier und sowas, also alles mit Eiern. Ist ja auch irgendwo dieses Ei-Ding da. Aber so wirklich was machen können wir hier nicht. Wer ist das denn? Mit dem kann ich gar nicht reden, doch. Marlin,
Even with my bad leg, I never miss a town festival. Selbst mit seinem schlechten Bein lässt er kein entgehen. Kein Festival. Sometimes I'll hide an egg too well and no one finds it. Also, der versteckt irgendwelche Eier und keiner findet's. Well, until summer rolls around, then the hot air starts to bring out where the rotten smell. Achso. Also im Sommer, wenn die alle dann umgeschlagen sind quasi, dann findet man die Eier. Kann ich die eigentlich einsammeln oder so? Nö. Ich kann mit denen allen reden, aber ich würde ja am liebsten dann mit der Penny mal reden. Denn da haben wir ja angefangen so ein bisschen zu flirten. Hier kann ich aber sonst gerade nichts machen, also gehen wir mal hoch einfach zum Community Center und liefern kurz das ab. Ach, da kann ich gar nicht durch jetzt. Die ganzen Wege sind gesperrt. Was muss ich denn hier machen? Das ist aber nicht Penny, oder? Nee, Robin. Ah. Spring is a busy time of year, so it's nice to have a day off to catch up with friends. Ja, das kann ich nachvollziehen. Hihi. Lustig, wir sind ein Häschen. Aber was kann man denn jetzt hier machen? Das könnte doch Penny sein da oben. Ja, das ist Penny. The children have been looking forward to the festival for weeks. Also die Kinder haben schon lange auf dieses Festival gewartet. Maru, I always look forward to these gatherings and make the valley feel like a real community. Also sie freut sich immer über solche Ereignisse hier, weil das dann alles wie eine große glückliche Familie ist hier, ne? I hope I can find some eggs before Winston takes them all. Gut, also die machen hier so einen kleinen Wettstreit. When does the egg hunt start? I'm so excited. Also sie warten drauf, dass es losgeht. Sneeze up my dose allergies. Okay, der hat irgendeine Allergie. Searching for eggs is like going on a treasure hunt. Denk mal, wir müssen jetzt mit allen mal reden, bevor das hier startet. We used to do a rotten egg toast. Major Lewis put an end to that pretty quick. Naja gut. This festival is alright. But what I'm really looking forward to is the flower dance. Also es wird auch nochmal irgendwann einen Blumentanz geben. I'm trying to eat at least 3 eggs every day. Also der Typ hier, der isst 3 Eier pro Tag. Das ist Alex. Achso, das ist der Muskelmann. Klar. Proteine. I need that protein for my legs. Genau. Das habe ich ja gerade eben quasi schon gesagt. Ach, hier das ältere Ehepaar. Genau. What's everyone so happy about? Eggs. Why eggs? Also, warum sind alle so glücklich? Eier. Warum Eier? This festival has been a tradition for as long as I can remember. Also, es ist eine Tradition, dieses Festival, solange diese alte, ältere Frau sich daran erinnert. Traditions connect us with both the past and the future is comforting. Also diese Festivals, die vereinen quasi Vergangenheit und Zukunft. Egg, what a strange thing to eat. Eier, was für eine komische Sache zu essen, okay. Do you think everyone's ready for the egg hunt yet? Yes, let's start. Okay, so haben wir das dann geschafft. Jetzt geht's irgendwie ans Eiersuchen. Mal schauen, was wir da machen müssen. It's time for the highlight of the today's festival is festivity. The annual spring egg hunt. Also die, es ist für das Highlight. Das Highlight ist jetzt gekommen vom heutigen Festival. Von der heutigen Festivität. Und zwar das jährliche Frühlingseier suchen. Juhu, die Kinder freuen sich. Calm down now, kiddos. You're going to need all your energy if you hope to find the most eggs and take home the exclusive prize. Also man kann einen Preis gewinnen, sehr gut. Vielleicht können wir den auch gewinnen. Was müssen wir jetzt machen? Müssen wir jetzt mit irgendwie... Nee. Now it's... Is everyone ready? Ja, wir sind alle bereit. Let the egg hunt begin. Gut. Jetzt müssen wir Eier finden. Können die das damit? Nö. Ah, ist ein Ei. Wie komme ich da dran? Nee, das ist kein Ei. Oder ich komme da nicht dran. Aber hier, das können wir doch bestimmt... Nee, können wir jetzt gerade nicht mitnehmen. Dann laufen wir... Da ist noch eins. So, eins haben wir. Jetzt ganz schnell hier runter. Da ist noch eins. Weil wir haben nicht viel Zeit. 2 Eier. Da ist noch eins.
Nee, ist, wie komme ich da lang? So, drei Eier. Da ist auch noch eins. Das ist aber cool, dass es hier so Minispiele gibt. Finde ich cool. So, da ist auch noch eins. Dann da oben noch zwei. Wie kommen wir da ran? Gar nicht von hier aus. Oh, runter, runter. Da ist auch noch eins. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Da wäre auch noch eins gewesen, aber das haben wir jetzt nicht geschafft. Gucken wir mal, wie gut wir mit 4 oder 5 waren, das glaube ich. Eiern, dann starten hier. So, wow, look at those eggs. All these eggs. Now if only I could get you kids to pick up a little litter this efficiently. We'd have the cleanest town this side of the Gamsey. Chuckle, also die haben die sauberste Stadt da. Und wie effektiv die Kinder sind, da freut er sich drüber. And now the winner of this year's egg hunt. So, jetzt wird der Gewinner gekürt. Abigail. Toll. Wie viel hat die denn gefunden? Here's your prize, Abigail. Enjoy. Ich hab verloren. Was für eine Schande. Well, that's it for the year's Edge Festival. Thanks for coming, everyone. Okay, das war's damit und jetzt ist das hier vorbei. Schade aber auch, wir waren nicht schnell genug. Oh, es ist Nacht. Dann gehen wir jetzt nicht mehr zum Community Center. Wir gehen aber nochmal raus. Stopp, bevor wir nämlich jetzt den Tag beenden, packen wir hier wieder rein, was wir gefunden haben. Nämlich hier die Parsnips. Parsnips, so. Und dann schauen wir mal. Jetzt legen wir uns mal schlafen. So. Die Folge ist jetzt relativ kurz, beziehungsweise das ist ganz schön lang. Das klang jetzt komisch. So, wir haben 105 wieder gekriegt, das ist nicht viel, aber wir sind auch nicht zum Strand gekommen und konnten auch nicht das andere abliefern. Dafür haben wir ein schönes Eiersuchen gemacht, was mir auf jeden Fall Spaß gemacht hat. Das nächste Mal stelle ich mich vielleicht besser an. An explosion was heard in the night. Ja, irgendwas war in der Nacht zu hören, aber was war das? Das müssen wir jetzt mal erkunden. So, hier ist auf jeden Fall alles noch ready. Und da es regnet, brauchen wir auch nicht die Blümchen tränken da. Aber hier den Baum, der nimmt uns gerade die Sicht so ein bisschen. Den werden wir auf jeden Fall mal kaputt machen. Holz kann man ja immer brauchen. So, dann sammeln wir alles mal wieder ein. Und dann gehen wir mal hoch zum Community Center. Das mache ich jetzt aber hier den Weg, weil ich denke, das geht einfach schneller. Dann braucht man nämlich nur ein, zwei Dinger da überspringen, glaube ich. Oder nicht? Nee, hat mich getäuscht. Geht nicht schneller. Aber vielleicht finden wir hier auf dem Weg noch was. Ansonsten müssen wir mal gucken. Da hinten stand ja eben eine Pflanze, die wir nicht einsammeln konnten beim Festival. Vielleicht können wir die aber jetzt irgendwie einsammeln. Wir haben ja noch früh am Morgen. So, hier ist jetzt nichts, was ich mit rumschleppen kann, abnehmen kann. Doch, da. Sehr gut. Also man findet immer wieder mal irgendwo Sachen. Die müssen wir auf jeden Fall sammeln und mitnehmen, denn das bringt uns Geld. So, da brauchen wir noch nicht reingehen. Die 4000 haben wir immer noch nicht zusammen. Ich bin irgendwie zu langsam dafür. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich noch nicht das Händchen dafür, die Farm so richtig gut am Laufen zu haben, dass das immer wieder richtig Geld bringt. Kann man jetzt hier runter oder bin ich jetzt schon wieder dran vorbei? Ich glaube, ich bin dran vorbei, wenn ich hier lang laufe, ne? Dann müssen wir jetzt mal hier lang und dann hoch. Damit wir eben das Pflänzchen da abgeben können. Genau, ich bin einmal zu weit gelaufen. Aber was ich gerade sehe, das breitet sich da wieder aus. Also lassen wir das da mal wieder nachwachsen, damit wir dann da Fiber kriegen. Und dann wieder neue Dinger machen können. Der verschwindet immer noch. So, jetzt können wir aber hier die Pflanze abgeben. Und, ah, Leak können wir auch. Super, dann haben wir das erste geschafft. Bundle complete. Was kriegen wir dafür jetzt? Ein Geschenk. Rewards. Also jetzt haben wir da ein Pflänzchen. Und Rewards ist Spring Seeds. 30 Stück. Das ist doch mal geil. Und da oben wird gerade unser Dings weggeschleppt. Da können wir auch nicht mehr drauf gehen. Okay. Aber wir sehen gerade hier schon das kleine Männchen rumlaufen. Und da oben kommt eine neue Tafel. Und klein Johann da läuft da gerade rum. Und da ist noch eine Tafel aufgetaucht. Oh, jetzt wird es langsam interessant. Wir kriegen hier verschiedene Aufgaben noch. Also, was die Minispiele in diesem Spiel angeht, muss ich sagen, bin ich echt erstaunt. So, hier müssen wir Parsnip, das können wir selbst machen. Cauliflower. Blumenkohl. Ah, ja, den können wir auch. Und Potato können wir auch. Das haben wir schon angebaut. Green Beans. Die haben wir noch nicht. Die müssen wir dann noch. Aber dann haben wir da schon mal drei von vier Sachen wieder. Das Männchen verschwindet da wieder.
Der gelbe Wackelpudding. So, hier müssen wir Fische fangen. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal Fische holen. Was ist so hier noch? Fische, Fische, Fische. Ach so, deswegen am Aquarium. Hier müssen wir zwischendurch auf jeden Fall nochmal fischen gehen. Auch wenn das immer ein bisschen länger dauert. Aber es gehört halt hier zu. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so Minispielchen hier, die möchte ich auch gerne mitmachen, denn das scheint mir ganz interessant. Ich guck mal eben. Ach so. Von 9 bis 9, wie lang? Ach so, 10 Minuten. Gut, dann laufen wir jetzt nochmal eben hier rum kurz. So, und dann gehen wir nämlich nochmal ein bisschen Saatgut holen. Beanstarter. Plant these 10 days, the major keep producing. Genau, vielleicht kriegen wir da die grünen Bohnen her. Dann, deswegen hole ich jetzt einfach mal 10 Stück. Und dann haben wir jetzt hier wieder ganz gut was zu pflanzen. Und ich hoffe, das kommt dann ganz gut hin, dass wir dann auch gut Geld rauskriegen. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder auf die Farm, pflanzen das an und ja, dann schauen wir mal. Tem, 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 tem. Hier ist nichts mehr, was wir einsammeln können. Nichts auf den ersten Blick zumindest. Ich hätte jetzt nochmal hochlaufen können, aber das ist mir jetzt gerade zu umständlich. Wir müssen unsere Felder hier mal erweitern. So, einmal zack. Da haben wir wieder Clay gekriegt. Sehr schön. Den werden wir bestimmt nochmal brauchen. Nochmal Clay. Das hört sich jetzt aber gerade komisch an. Also irgendwas ist mit dieser Explosion wahrscheinlich doch Aliens. Ich mache jetzt hier einfach ein großes Feld und pflanze das alles nebeneinander an, nicht mehr so getrennt, weil wir haben jetzt so viel, was wir pflanzen können. Da müssen wir jetzt einfach mal schauen, dass wir das dann alles irgendwo unterbringen. Gerade jetzt, weil es regnet, ist das natürlich perfekt, dann braucht man nicht selbst gießen. Das könnte nämlich ein bisschen aufwendig werden. Da werden wir bestimmt am nächsten Tag dann einige Zeit dran verschwenden. Das heißt, verschwenden nicht, wir brauchen ja das Geld. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben die grünen Bohnen. Die können wir hier gar nicht anpflanzen. Toll. Wo kann man die denn anpflanzen? Ach so, doch, kann man wohl. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Ah, einfach so. Okay, da können wir aber dann nicht mehr langlaufen. Das ist ein bisschen blöd. Dann würde ich sagen, machen wir das hier. Dass wir hier so eine Abtrennung haben. Genau, das kam auch gut hin. Und jetzt haben wir hier noch 30 Spring-Dinger. Die werde ich jetzt einfach mal irgendwo verteilen. Platz haben wir jetzt gerade ein bisschen. So, da kann ich wieder nicht langlaufen. Das ist aber cool, weil wir brauchen das Geld. Und die haben wir jetzt quasi umsonst gekriegt. Also müssen wir das voll ausnutzen. So, das war es auch damit. Den Clay bringe ich mal eben wieder weg. Wer weiß, wofür er gut ist. So, den Ahornbaum können wir gleich pflanzen. Das brauchen wir alles. Da haben wir jetzt noch so ein Pflänzchen. Das könnten wir quasi auch verkaufen, genau wie hier die. Müssen wir mal schauen. Badam, bam, bam. Ich gucke mal eben, ob sich hier was verändert hat durch den Knall. Da hinten kommen wir ja noch nicht hin. Okay. So. Da ist unser Wuffi. Der läuft hier freundlich rum. Den Ahornbaum, genau, den müssen wir noch anpflanzen. Den setzen wir jetzt einfach mal hier hin. Da kommt ja auch ein neuer. Wir müssen auch noch gucken wegen dem Silo. Ach, schau mal einer an. Schau mal einer an. Das war der Knall. Schau mal einer an. It looked pretty solid. Maybe a very strong pickaxe could break it. Also wir müssen wahrscheinlich eine sehr starke Pickaxe da mal holen, damit wir das dann da fertig kriegen. So, ich verbrauche mal eben die ganze Energie, weil die Folge ist eh schon relativ lang. Dann können wir jetzt auch mal hier die Energie verschwenden, um ein bisschen Material wieder zusammenzukriegen. Da wirft auch gerade schon ein neuer Setzling, liegt da schon. Sehr feine Sache. So. Hauen wir hier das auch noch direkt kaputt. Und die Steine nehmen wir uns mit. So, bei den Steinen weiß ich nur noch nicht, wie das insgesamt aussieht, ob wir die nochmal irgendwann wieder kriegen. Ich werde die deswegen erstmal ansammeln, so gut es geht. So, das haben wir schon mal wieder. Dann würde ich sagen, schlagen wir uns jetzt mal eben hier einen Weg durch, damit wir nicht immer oben rumlaufen müssen.
Unsere Energie geht jetzt auch langsam zur Neige, aber wie gesagt, das ist nicht schlimm. Die Folge ist schon relativ lang. Durch das Festival ist die natürlich ein bisschen länger geworden. Nein, darum, genau, so. Jetzt haben wir nur natürlich nichts, was wir heute verkaufen können, groß. Ist ein bisschen schade, aber nun ja. Immer noch ein Baum kaputt. Was meint ihr? Wir testen es. Wir haben auch wieder Kohle gekriegt von irgendwo. Ich denke mal eben bei den Steinen. So, das kriegen wir alles eingesammelt. Das kriegen wir alles eingesammelt. Sehr schön. Dann setzen wir jetzt aber hier eben noch die neuen Bäumchen. Denn wir wollen ja nicht, dass uns das Holz auf Dauer ausgeht. Braucht aber immer megamäßig viel Energie. Dementsprechend sollten wir das nicht zu oft machen, um damit um Geld zu verdienen. Das macht dann wenig Sinn. So, okay. Dann war es das jetzt erstmal für diese Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und ansonsten viel Spaß auf YouTube und bis zur nächsten Folge. Tschüss!